Und verdammt, die Aufnahmetaste hat wieder nicht funktioniert. ist aber einfach nur, dass wir gestorben sind. Das heißt, jetzt seht ihr es nochmal richtig. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon! Jawohl! Lugo, schwing dein Arsch her! Bin unterwegs! Gib mir Deckung! Ich bin Ich habe mich extra nochmal sterben lassen, weil, wie gesagt, damit, weil ich vergessen habe, die Aufnahme zu starten. In dem hier alles gut, würde ich sagen. Jawohl. Wir müssen erstmal hier die ganze Betonmauer zerschießen. Gott sei Dank kann das Ding nicht zu warm werden. Diesmal schaut es eigentlich ganz gut aus, glaube ich. Einfach so lange draufbolzen, bis hier nichts mehr geht. Haben wir, alles kein Problem. Sehr schön. So. Jetzt hat's Sprit aus. Und jetzt? Die 33. will nicht raus aus dem Wald. Gut, dann begraben wir sie hier. Das würde ich mal sagen, ist auch eine gute Idee. Aber wenn man hier nicht richtig wirklich ziehen kann, aber egal, wir bekommen schon irgendwie hin. Oh, wir können sogar die Palmen damit fällen. Aber treffen können wir nicht irgendwie. Die kleine Anlage hier ein bisschen demolieren. Ah, da haben wir irgendwie so einen Juggernaut oder sowas. Oh Gott, ich bin gleich tot. Holy shit. Das war gerade mehr als nur knapp. Da, bring uns tief runter. Gut. Festhalten. Machen wir. Achso, und jetzt so wieder von der Seite. Okay, den im Geschützen haben wir gleich bekommen. Okay, perfekt. Haben wir wieder so einen MG-Schützen. Den haben wir. Und der Radiostation ist eh schon nicht mehr viel über, also von dem her können wir da auch ruhig reinschießen. Ganz wie du meinst. Finde ich super von ihm. Können wir die ganzen Glasscheiben hier zerschießen? Ja, können wir. Und jetzt, glaube ich, ist das Ding komplett im Arsch. Jawohl, ich glaube, der ganze... Wenn mich alles täuscht, wird der ganze Ding einstürzen. Oh ja, sehr schön. Oh Gott! Hast du sowas schon mal gesehen? Ja, ja. Jeden Dienstagabend. Okay. Perfekt. Schaff uns hier weg, verdammt! Ja, Sir. Shit. Was ist? Wir kriegen Besuch. Raketenwerfer. Wenn das ein Javelin gewesen wäre, hätte ich echt was Riskantes machen müssen. Ich glaube, wir sind jetzt in der Szene, wo wir genau ganz Moment, am Anfang gestartet sind. Nicht. Ja, jetzt ist es zu spät! Nein, ich meine, das haben wir doch schon getan! Wie meinst du das? Ah, scheiß drauf! Das ist doch ein Klacks, mach die Wichser einfach fertig! Das Game, es ist echt geil. Es ist so geil. Das haben wir doch schon gemacht. Ach, egal. Leute! Sowas finde ich so geil, wenn sie einfach das Game selbst ein bisschen verarscht und nicht komplett ernst nimmt. Und leck mir am Arsch, zumindest mir kommt es gerade verdammt laut vor. Ich hoffe, dass es halbwegs passt. Was für ein Sidewinder? Oh, okay. Drückt auf! So, hier noch ein bisschen draufballern. Sehr schön. Ach
Dann kommt Sohn runter. Ach du Scheiße, trifft ganz gut. Jawohl. Wenn du mich treffen lässt. Jawohl, ich glaube, den haben wir gleich. Jetzt dürften wir ihn haben. Ist echt krass, wie viele Hubschrauber die da haben. Wie viele sind das denn noch? Scheißegal, halt das Ding ruhig! Da kommt noch ein Mist! War der beim letzten Mal auch schon? Sehr schön, Hammer. Okay, und ich kann mir vorstellen, dass wir diesmal drauf gehen werden. Weil wir schon so kaputt und tot sind. Scheiße, seht ihr das auch? Jo, Sandsturm, nähert sich schnell. Ah ja, der typische Sandsturm. Dann bring uns hin! In den Sturm, willst du? Werden wir sehen. So, wieder einmal quer das Gebäude durchschießen. Haben wir beim letzten Mal ja auch schon gehabt. Und wieder voll gegen den Kran, oder? Ja. Und flop. Es ist schon cool gemacht. Echt cool gemacht. So. Oh, Scheiße. Yep. Oh, Scheiße. Das trifft. Mayday, Mayday. Vorsicht, Vorsicht! Ja, das ist nicht so gut, wenn du da rausfällst. Oh, 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 Leute. Das war ein Totalabsturz, aber wir haben den Kontrollpunkt erreicht. Captain Walker, können Sie mich hören? Colonel? Öffnen Sie die Augen, Walker. Sie sollen sehen, was Sie getan haben. Wobei sollte längst tot sein. Wir sollten diese Menschen im Stich lassen. Stattdessen wählten wir die Verdammten. Nicht alle von uns. Was? Wer ist da? Eines eurer Opfer. Der, der nur Befehle ausführte. Sie ist keine Wahl. Ihr hattet immer die Wahl. Ihr habt nur Scheiße gebaut. Wir wollten euch retten. Tief drin wussten sie, dass wir alle sterben müssen. Es war nicht meine Schuld. Captain! Lugo! Hilfe! Über 5000 Menschen leben noch in Dubai, am Tag bevor sie ankamen. Wie viele sind wohl heute noch am Leben? Wie viele werden es morgen sein? Ich dachte, ich soll diese Stadt vor dem Sturm schützen. Falsch. Ich muss sie vor ihnen schützen. Walker, bist du da? Verdammt, Walker! Wenn du lebst, dann antworte mir! Ich bin da. Ich bin's, Adams! Scheiße, Mann, wo steckst du? Weiß noch nicht. Ist Lugo bei dir? Nein, der ist seit dem Heli-Absturz weg. Fuck. Und wo bist du? Einfach dem Rauch. Gut, ich komm zu dir. Folg einfach dem Rauch. Okay, wir haben wenigstens nicht das Regel mit vollem Magazin, Leute. Das ist doch schon mal was. Und wir hören Geballer. Dann müssen wir uns beeilen. Vielleicht braucht er unsere Hilfe. Natürlich auch wieder typisch, wenn der wieder 6000 Schüsse aushält. Gehören die jetzt zu uns oder nicht? Wer ist tot? Super. Ich hab keine Chance, denen zu helfen. Ich hab keine Chance, dir zu helfen. Vergiss es, ich komme da nicht rüber. Ich weiß nicht, wie er sich das vorstellt. Ich glaube, ich hätte mich da näher ranschleichen müssen, aber so glaube ich, Leute, da werde ich nochmal neu starten müssen. Da glaube ich, bin ich einfach komplett falsch an die Sache rangegangen. Von dem her. Schauen wir mal. Probieren wir es nochmal. Gib mir Deckung!
Okay, den exekutieren wir gleich mal. Verdammte Scheiße. Komm, geh in Deckung. Geh doch in Deckung. Okay. Das läuft auf jeden Fall schon mal besser als vorher. Wir haben, glaube ich, zumindest eine Chance hinzukommen. Wir brauchen leider auch ein bisschen Muni. Okay. Den beleben wir mal kurz wieder. Kannst du gehen? Ich brauch einen Moment. Hört mir diese Kerle vom Hals. Ich übernehme die 33. Komm auf Probier's. Die Beine. Oh, ich glaube, das ist das Feuer, an dem ich mich gerade hier wehtue. Ich brauch Hilfe, verdammt! Ja, ja. Lade nach! Kriegen wir schon hin dann. Okay. Kriegen wir schon hin, Leute. Geh in Deckung, du Vollidiot. Du drückst immer die Deckungstaste und er bleibt einfach stehen. Das ist furchtbar. Du bist noch immer ein guter Mensch. Das ist mal eine gute Aussage. Okay. Ich hab den Hurensohn. Es sind auch wieder die guten Leute dabei. Wir brauchen Munition. Das heißt, wir gehen mal wieder kurz her. Verdammt, sie sind auf dem Weg! Gib mir Feuerschutz, Adams! Schalt ihn aus! Ich drück dich! Muss nachladen! Geht mit der Gott! Okay. Okay, das war gerade richtig knapp. Schauen wir mal, ob wir mit den Granatwerfern hier irgendwann ein bisschen was rausreißen können. So schön. Okay. Ich glaube, da hinten haben wir irgendwie einen MG-Schützen. Holy shit. Aufpassen! Schwerer Trooper! Einen schweren Trooper können wir jetzt hier eigentlich nicht gebrauchen. Ich habe natürlich auch keine Muni mehr. Granate! Okay. Das wird richtig eng hier. Okay, perfekt. Das war's fürs Erste. Wir müssen weiter. Kannst du gehen? Geht schon. Gut, wir müssen Lugo finden. Dann holen wir uns Conrad. Okidoki. Immer noch retten. Ich lass nicht zu, dass er uns im Weg steht. Klar, das hat ja auch bisher toll geklappt. Ich hab dich nicht um deine Meinung gefragt. Okay. Leute, das haben wir geschafft hier. Ein bisschen Munition noch holen. Und dann schauen wir weiter. Wo ist denn er schon hin? Ist er schon vorgelaufen wieder? Wie so ein Berserker. Feinddateien, glaube ich, gibt es hier jetzt keine, oder? Sollen wir da noch hinterschauen? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, wir gehen. Ich glaube, wir gehen gleich da hoch. Okay. Haben wir Granatwerfer auch bekommen? Ja, haben wir. Immerhin ein bisschen was dafür. Walker, Adams, verdammt, wo steckt ihr? Bärenvoll. Okay, wir kommen gleich, wir hören uns nur noch ganz kurz ist doch was. Los, komm. Die Geheiminformationen. Diese Menschen haben das Ende der Welt erlebt. Keine Nahrung, kein Wasser, keine Hoffnung. Freunde tot, Familie abgeschlachtet. Sie leben in der Hölle. Und doch schnuppern sie noch an den sterbenden Rosen. Ich verstehe, warum der Colonel tut, was er tut. Aber wenn diese Menschen noch genug in sich finden, Kunst zu machen, ist da vielleicht mehr, als er sieht.
Ich denke sehr oft an Morrow, der aus dem zerbombten London sendete. Er half Menschen, zeigte ihnen etwas, das die Nazis nicht kleinkriegten. Der Truck da draußen hat CB-Funk. Wenn ich jetzt noch ein paar Lautsprecher auftreiben könnte, das wäre doch was. In der Tat, das wäre wirklich was. Und wir schauen weiter. Okay, das schaut schon wieder nach einem Schlachtfeld aus, Leute. Weil so viel Deckung und so weiter. Hier muss was faul sein. Das kann gar nicht anders sein. Wir haben einen Kontrollpunkt. Geh in Deckung! Vorsicht jetzt, los! Es ist so klar. Scharfschütze, auf dem Boot! Wir müssen nah ran, um sie zu kriegen! Breitbewegung! Noch einer! Okay. Den haben wir. Den haben wir auch. Okay, wir laden mal kurz nach. Die hat er wirklich sehr gut geworfen. Echt ungeschützt! Da kommt noch eine Gruppe! Aufpassen! Passt auf die Schrotflinte auf! Es wird jetzt immer enger hier. Und ich glaube, der Scharfschütze ist auch noch da. Okay. So weit, so gut. Okay, läuft eigentlich ganz gut soweit. Er schießt den scheiß Schrotflintenschützen! Die sind erledigt! Wieder einer weniger! Mhm. Okay, doki. Vernichtet den Tango! Bin dran an dem Dreckskerl! Hammer da raus! Hab ihn! Das ist doch schon mal was. Okay. Achtet auf die Schrotflinte! Ich hab den Hurensohn! Kommt jetzt da wieder wer hier? Wir haben doch da jetzt gerade alles geklärt, dachte ich. Verdammt! Muss nachladen! Wechsel das Magazin! Unterwegs! Sucht eine Deckung! Du schon mal zu spät auf jeden Fall dafür. Du auch. Schauen wir mal kurz. Ich glaube, hier hätten wir auch einfach nur reingehen können. Wir müssen aber definitiv nach oben. Verdammte Scheiße! Das waren alle! Walker, Adams, seid ihr noch da? Wir hören, Lugo! Gott sei Dank, verdammt! Wo bist du genau? In einer halb verschütteten Yacht. Die mit den angepissten Soldaten drumrum. Kaum zu verfehlen. Oh! Okay, bleib, wo du bist. Wir holen dich da raus. Wir müssen, Walker. Da kommt eine Patrouille. Wo sind sie? Scheiße, zu spät. Okay. Rücke aus! Wir schauen jetzt einmal mal, was auf uns da so zukommt. Vorsicht, sie brechen! Sie sind drin! Los! Walker, hier ist einer ohne Deckung! Okay. Perfekt. Easy going, würde ich sagen. Wieso schießt der nicht? Ich konnte nicht schießen. Jetzt kann ich schießen. Perfekt. Okay. So weit, so gut. Sprengstoff ist leider voll. Im Gegensatz zu meiner Munition. Aber die sollten wir auch wieder auffüllen können. Rücke aus! Scheiße, noch ein Scharfschütze! Unterwegs! Okay. Den Scharfschützen, den holen wir uns. Mit unserem neuen, tollen, geilen Alter, kommt aus der Deckung! Gewehr. Hab wieder einen!
Perfekt. Haben wir doch schon. Wir laden gleich mal nach. Und holen uns noch ein paar Blendgranaten. Munitionsmäßig schaut es eher ein bisschen schlechter aus. Vielleicht haben wir hier noch irgendwo ein bisschen Muni. Hier ist eine M4. Ja, wir nehmen die. Da haben wir noch am meisten Munition dafür dann. Komm. Ich wollte gerade sagen, der Adams trifft aber auch nicht mehr so wirklich. Ja, ja, ist schon recht. Bewegt sich! Vorsicht! Okay. Muss nachladen! Geht mit Deckung! Von welchem Boot aus kommen die denn jetzt überhaupt? Ich sehe überhaupt keine Gegner mehr. Ist ungedeckt! Okay, ich glaube, den haben wir. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Feind bewegt sich! Vorsicht! Den haben wir nicht. Das ist zu schade. Jetzt haben wir ihn. Noch einer! Jetzt haben wir aber kaum noch Munition, das macht aber nichts. Unterwegs! Okay. Haben wir hier alles? Schaut schon so aus. Mama.